Uff. Wow. Es sind zwei gestorben. Toxic und Charisma. Die habe ich versenkt oder so. Ja, 6 Monate Genesungszeit. Gehe zu Missionen. Jupiter Vorbeiflug. Gut, da sind wir noch am Erforschen. Das wird eng. Gut, also. 9 Astronauten einstellen. Dann haben wir hier doch, so wie es aussieht, wieder Charisma. Raute 2, mal umbenennen. Awesome! Funktioniert, alles klar. Einstellen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Toxic, da ist er. Toxic. Raute 2. Umbenennen und einstellen. So, haben wir jetzt genug? Ja. Das Silvestri. Umbenennen. Nur so rein aus Loyalität. Aus Jollalität. Void Raute 2. Umbenennen. So, und dann geht das ab. Okay, bestätigen. So sieht's aus. So, was haben wir hier? 50% Nutzlast. Das geht mal so rein. Überhaupt gar nicht. Weil ich sehe schon kommen, dass sie jetzt schon wieder sterben, die Bobs. Weil sie es können. Gesamtbonus 15%. Also mehr wird's nicht. Ja, aber keine andere Wahl. 1992. Mission-Setup bestätigen. Okay, dann haben wir aber noch Missionen offen. Mikrometeoriten bereit zum Starten. Du lebst ja noch. Plus 6, gut. Mal gucken, ob du so lange lebst, dass du in Rente gehst. Manche Karren können's. Meinst du, ich muss mich auch einbringen? Ja, eigentlich schon. Wenn wir mehr Astronauten brauchen. Na, kein Missionseffekt. Okay. Yo. Yay. So, weißt du, Alltag. Mondumkreisung. Pff. Lächerlich. Okay, aktive Missionen. 2 sind verfügbar, ne? Die Jupiter-Vorbeiflug. Wir sind immer noch am Erforschen, oder? Ja, die Saturn 5 wird immer noch erforscht. Erforscht. Super. So kann ich hier auch noch nichts machen. Wir können natürlich nochmal was mit Mars in Angriff nehmen. Phobos-Fotografie. Immer cool. Phobos-Fotografie geht immer. Und dann haben wir immer noch einen frei, ne? Ja, fuck me. Okay, auf dem Mond. Ja, geht nichts mehr. Der Erde. Ha, Laboratoriummodul, klar, 3%. Oh, aufblasbares Modul, yeah. Modul-Blowjob, da 4%. Leistungsmodul. Aber das hier bringt einen Arsch voll Geld. Ich mach das hier. Ich brauch Geld, Junge. Oh, wow. Ja, okay, Wunder. Fuck, oh shit, jetzt habe ich das natürlich angenommen. Na gut, wähle diese Nutzlast. Klar, ich habe ja gar keine andere Wahl. Oh, geringere Baukosten, ja vielleicht. Aber das zieht auch die Zuverlässigkeit runter. Oh, aber es natürlich sieht richtig kacke aus, so richtig abgeranzt. Okay. 60%, aber die können wir vielleicht noch pushen. Gut, ich kann sie jetzt nicht bauen, also von daher, wir haben erstmal einen Geldengpass. Wir gehen zur Voyager. Ah, Saturn ist komplett super. Jetzt kann ich nämlich die Forschung hier nochmal endlich vorantreiben an der Titan 3. Und was ist denn das andere? Das ist die Athena, ist doch auch eine Oberstufe. Ah. Ah, ne, ist die Oberstufe. Das ist der Booster jetzt. Ja, okay, cool. Erwartete Zuverlässigkeit 0%. Gehen wir nochmal in die Forschung hier. Missionen, denn ich brauche hier 3, um da weiterzumachen. Das heißt, die 2 noch, ja. Das wird nicht anders gehen. Röntgenteleskop, interessante Geschichte, aber
nicht so fucking awesome. So, Neptun-Vorbeiflug, dann geht's weiter. Die große Tour, die bringt uns natürlich nicht genug, denn wir brauchen hier drei. Wir werden hier nur eins haben. Fuck. Also muss ich hier runter, dann da runter. Dann die große Tour. Ich muss eh beides mitnehmen, oder? Moment, nein, das geht dran vorbei. Ja, okay, ich bin schon komplett durch gerade, weil alles so anstrengend ist. Aufblasbares Modul, haben wir noch nicht genug Geld. Ja, fucking nice. Erde. So, aktive Mission. Wir haben wieder was zu tun. Wir sind immer noch am Erforschen. Der Fahrzeugteile, das ist ja nichts Neues, okay. Aufblasbares Modul können wir nicht bauen. Dementsprechend, nächster Monat, Voyager fertiggestellt. Boom, Fahrzeugdesign. Ich habe überhaupt kein Geld. Aber na gut. Can't drive, fuck me. Okay, gut. Wir sind immer noch Booster am Erforschen. Boobster. Die Centaur. Wow, 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 wir haben keine Forschung festgelegt. That sucks. Okay, Titan 3 und die Athena erforschen. Und dann Jupiter-Vorbeiflug, Fahrzeugteile erforschen. Moment, was haben wir denn da jetzt? Auf jeden Fall die Titan 3 und die Athena. Die müssen wir dann hierfür auch bauen, wahrscheinlich. Titan 3... Die Athena, genau, wählen und die Titan 3. Saturn, Titan 3, Level 0, wählen. Weil die haben wir jetzt schon. Das wird schon wieder teuer. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir Geld sparen. Oh, das ist zu viel. Nein, in-house bauen, bestätigen. Und wir erforschen das Teil. Ja, ja, sind gut dabei. Mehr geht gerade noch nicht, beziehungsweise können wir jetzt vielleicht das Blowjob-Modul immer noch nicht bauen, okay. Athena-Forschung komplett easy going. Jetzt können wir auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir die Kohle bekommen. Jupiter-Vorbeiflug, hang, raushaue. Und natürlich eine neue Forschung, die wir missionstechnisch wahrscheinlich Neptun-Vorbeiflug. Ne, alles klar, Mariner 8 vorgestellt. Upgrade von Fahrzeugkomponenten. Ingenieure haben die bevorstehende Jupiter-Vorbeiflugmission eine mögliche Komponentenaufrüstung der Trinkrakete Cosmogonal identifiziert. Die Genehmigung der Arbeit, danke dir Vivi, würde 200k erfordern, aber 20% Verbesserung der Startzuverlässigkeit. Let's do this. Hallo Ursel und hallo Vivi. Schlawiner, what? Okay, die Mariner 8, wo will die denn hin? Can somebody tell me where to go? Die Mariner 8, 4000, 3800. 9000, die ist allerdings günstiger, aber die hier ist schneller fertig. Boobster brauchen wir natürlich auch, 8000, 3 Monate Bauzeit, ja, fucking Shiat. Das ist zu leicht, 9000. Ja, wir nehmen unsere gute alte Atlas und gucken jetzt aber, dass wir hier auf jeden Fall günstiger wegkommen. Okay. Und hast du endlich Internet, Vivi? Ah, wir haben echt kein Geld, ne? Ain't got no money. Your anus Vorbeiflug umgehen wir jetzt, denn wir machen die große Tour. Yes. Nächster Monat. Ab dem 2. Ja, fucking awesome. Finally. Haben wir genug Geld? Nein. Nein, wir haben nicht genug Geld, um irgendwas davon zu bauen. Okay, nächster Monat. Jetzt aber. Aha. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass das alles nicht sich in Wohlbefallen auflöst. Finanziell. Die große Tour. Wow, dauert noch ein bisschen. Haushaltsüberprüfung, ich freue mich. Gibt noch nicht mehr Geld. Egal. So, das Laboratorium-Modul starten. 65% Nutzlast Zuverlässigkeit. Nutzlast. Okay, das ist schon mal gut. Das hauen wir auf jeden Fall durch. Gucken, dass sie nicht explodiert. Piece of shit. Laut.
Natzlast. So, 57, alles klar. Fortfahrten. Und ab dafür. Hat funktioniert. Alles cool. Mission vollendet. Zack. Was bringt uns das jetzt? Nicht wirklich Geld, aber gut. Jo. Void, Charisma und Toxic, 12 Monate am Sack. Biffy, du warst hier ein Astronaut, aber ich glaube, du bist schon in Rente gegangen. Ja. Okay, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt einmal geflogen bist. Aber lustig. So, Hatshepsut fertiggestellt. Jetzt. Alles klar, Startvorbereitung. Unbemannt ist immer schön. Wie sieht's aus? 90 und 79. Könnt natürlich jetzt hier hardcore auf Nutzlast gehen, aber das lassen wir mal. So stehen. Oh. Okay. Jo, komm, ab in den Mai 1993. Mission Setup bestätigen. Ja, anscheinend bist du schon so alt gewesen, dass du jetzt in Rente gegangen bist. Ich weiß ja auch nicht, ey. Aber ich werde dich nochmal einstellen müssen. welche brauchen, ja. Bub Cosmogonal. Stellen wir jetzt auch noch fertig. Die anderen sind aber alle ein bisschen vor mir, habe ich so das Gefühl, ne? Die ist auch unbemannt, das ist schön. So, Nutzlast, yes. Und dann gehen wir in die Juli, weil dann können wir 12% draufhauen. Jo, Datum wählen und Mission Setup bestätigen. In 4 Monaten startet unser Jupiter-Vorbeiflug und wir können jetzt den Saturn-Vorbeiflug an den Start bringen. So, nächstes Event. Russland hat Uranus-Vorbeiflug beendet. Solaranlage schwer beschädigt. Eine Fehlfunktion beim Einsatz hat an einer Solaranlage, es war bestimmt schon wieder Jan, hat an einer Solaranlage auf deiner modularen Raumstation schwere Schäden verursacht. Wenn der Kraftwerksausfall nicht behoben wird, verringert sich der Wissenschaftsoutput. Deine Laboratoriummodule um 8 Monate. Astronaut Void 2 hat sich freiwillig dafür bereit erklärt, eine EVA durchzuführen, um die Reparaturen durchzuführen. Wow, doppelte, das klingt super. An der Übersetzung sollten sie vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Obwohl man aufgrund der Schwere des Schadens nur mit einer Erfolgschance von 50% rechnet. Russland haben eine Alternative angeboten. Sie sind bereit, eine geplante Mission so anzupassen, dass sie die Anlage vollständig ersetzen, verlangen dafür aber eine Entschädigung von Option 1 Int Missing. Besatzung auf EVA senden. Void 2 wird eine EVA durchführen und versuchen, die Solaranlage zu reparieren. Okay. Jupiter-Vorbeiflug. Mission starten. Zeit für Spaß. Yes, 98%. Awesome. Let's go. Die muss ich per Hand machen, ne? Vivi, hast du gesehen, dass ich morgen, übermorgen wahrscheinlich den ganzen Tag streame? 66%, hervorragend. Ja, yeah, Titan und Athena Level 2, das sind jetzt echt neue, aber gut. Juli 92, Jupiter-Vorbeiflug Phase 1. In die Transferumlaufbahn eintreten. So, wir brauchen Communications und Navigations. Navigations. Ah, die bleibt aber bei 0. Auf 0. What the actual fuck? Okay. Wir brauchen auch auf jeden Fall hiervon noch was. Kommandos bestätigen. Oh, oh, oh. Abmahnung. Direkt machen. Discord runterladen. Sofort. Wie viele Runden haben wir noch? 5. Okay, dann produzieren wir erstmal hier einen ganzen Arsch voll. Shiz.